Ey, wo ist denn jetzt der Scheuren wieder? Christian, da bin ich. Also, das Autogramm habe ich jetzt nicht bekommen, aber ich habe nach Lando Norris gesucht und bin vor seinem Zimmerchen gewesen und habe dann das gefunden. Nein. Doch, das stand vor seinem Zimmer. Ich glaube, da müssen wir nochmal drüber reden, was diese Dose, wer die da hingestellt haben könnte vielleicht. Lando Norris und Red Bull, ein Gerücht, über das wir in diesem Video noch sprechen. Heute gab es nicht nur einiges neben der Strecke zu berichten, sondern auch auf der Strecke. Es gab zwei Trainingssessions. Das erste Freitraining können wir, glaube ich, geflissentlich vernachlässigen. Also da haben alle nur versucht, das hat Mario Isola von Pirelli heute erzählt, das Setup zu finden, die richtigen Reifen für das richtige Setup zu finden. Aber im zweiten freien Training, da wurde es richtig interessant. Und bevor wir auf die Details kommen, einmal kurz das Ergebnis für euch. Carlos Sainz auf 1, Norris ist 2., Perez 3., Piastri 4., Verstappen nur auf 5., Leclerc auf 6, Albon auf 7, Alonso auf 8, Russell auf 9 und Nico Hülkenberg wird im Haas 10. Und der Clou, Christian, die ersten 6 liegen innerhalb von 0,4 Sekunden zusammen. Richtig spannend also auf der Highspeed-Strecke hier in Monza. Für die Tifosi natürlich ein Riesending, dass Carlos Sainz die Bestzeit gefahren ist. Ferrari sieht tatsächlich recht konkurrenzfähig aus. Die waren ja auch im ersten freien Training schon auf Top-4-Kurs. Sainz wirklich immer schnell, wenn er auf der Strecke war, aber wir dürfen auch nicht zu viel hineinlesen, denn Red Bull wurde heute, glaube ich, das kann man schon sagen, ein bisschen unter Wert geschlagen, gab da mehrere Szenen. Einmal ganz interessant, Windschattenfahren, Kevin, hier in Monza, ganz großes Thema. Red Bull hat zuerst Perez Verstappen gezogen am Ende seiner schnellen Runde und dann war es umgekehrt, oder beziehungsweise genau andersrum, auf deren schnellen Runde. Hat soweit auch eigentlich geklappt, aber dann hat erst Verstappen Riesenverkehr gehabt in den Lesmos. Und dann Sergio Perez auf einer schnellen Runde auch nochmal Verkehr gehabt. Also die besten Runden der beiden, sicherlich das, was Red Bull kann. Und am Ende hat Sergio Perez auch noch weggeworfen, hat erzählt, er ist einfach ein bisschen untersteuert beim Anbremsen zur Parabolica oder Arboretto-Kurve, wie ich gerade gelernt habe, dass sie eigentlich heißt. Kam dann wenig auf den Kies, konnte es nicht mehr abfangen. Heckflügel ein bisschen gegen die Leitplanke touchiert, aber kein größerer Schaden. Hat auch nur ein paar Minuten Trainingszeit verloren, also alles halb so wild. Max Verstappen war nicht ganz zufrieden heute am Freitag, hat ja auch mit seinem Renningenieur Giampiero Lambiaso, muss es richtig heißen, wieder so ein kleiner Disput nicht am Funk gehabt, aber es ging mal wieder ein bisschen einher bei Red Bull. Verstappen wollte gerne noch mal eine schnelle Runde machen, er wollte noch mal sehen, wie er das Ganze lesen muss, hat er nicht viel gelernt. Naja gut, er selbst weiß aber, dass der Red Bull das stärkste Auto ist und auch morgen wieder das stärkste Auto sein wird. Er war ein bisschen angefressen, aber ich glaube einfach, weil er Erster sein wollte. Am Ende des Tages kann man, glaube ich, festhalten, dass McLaren erneut die stärkste Konkurrenz sein wird. Norris auf 2, Piastri auf 4, Christian. Auch wenn Ferrari natürlich hofft, hier eine große Rolle spielen zu können. Es ist erneut ein Indiz dafür, dass der McLaren richtig gut geht. Der geht definitiv richtig gut. McLaren auch eins der wenigen Teams, die noch relativ eine lange Liste, wir haben es dir gerade angeschaut, Kevin, an Updates hat, sind zwar auch eher kleinere Dinge, nichts ganz Großes. Updates übrigens an diesem Wochenende, um auch das kurz zu erwähnen, praktisch keiner. Es haben zwar viele Teams, was in der Show-and-Tell-Liste stehen, aber das sind alles nur Flügelanpassungen, speziell für Low-Downforce hier in Monza. McLaren hat ein bisschen was gebracht. Ich persönlich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, dass McLaren, Mercedes und Ferrari sich hinter Red Bull nicht wahnsinnig viel schenken. Williams mit einer Außenseiterchance mit Alex Albon, der ist auch nochmal eine schnelle Zeit gefahren am Ende. Aber der Favorit, das bleibt trotz allem ganz klar, Max Verstappen. Lance Stroll muss das Auto schon sehr früh abstellen. Da wissen wir Stand jetzt dieser Aufnahme noch nicht, was der Grund war. Das hat Aston Martin uns noch nicht mitgeteilt. Dann gab es noch zwei Situationen mit beiden Mercedes. Einmal Lewis Hamilton und einmal George Russell, die beide jeweils einen Fahrer behindert haben. Einmal war es Hamilton bei Piastri auf einer schnellen Runde und Russell bei Tsunoda auf seiner schnellen Runde. Beide Male gab es keine Untersuchung, also auch da hat der Mercedes keine Strafen zu erwarten und morgen dann die Qualifikation. Mein Tipp, Max Verstappen, Multipole Position. Ja, und jede Menge Diskussionen über die Track Limits. Kann man auch schon sehen, heute wurde nicht geahndet und sanktioniert. Das gibt morgen sicher ein Thema. So, das war das Training, aber das heiße Thema ist Lando Norris und Red Bull. Wer gewinnt unser Rennen die Steilkurve runter? Darauf freue ich mich schon, Kevin. Komm, geh mal. Das wollt ihr alle sehen. So, Christian, die Dose ist auf. Die Büchse der Pandora ist geöffnet. Wird Lando Norris zu Red Bull Racing gehen? Also, mein Gefühl und meine Theorie, Kevin, schmeckt's? Eigentlich, lecker. Wird von Helmut Marko bezahlt. Das ist jetzt ein neuer Spezi. Die Theorie lautet, ich glaube nicht, dass Red Bull grundsätzlich vorhat, Sergio Perez rauszuschmeißen nächstes Jahr. Ich glaube, er ist zu gut. Ich glaube nicht, dass Ricciardo oder Lawson einen besseren Job machen würden als er. Man kann es aber auch nicht ganz ausschließen, aber das ist mein Gefühl. Aber
wenn es jemanden gibt, der bei Red Bull irgendwann mal neuer Teamkollege von Max Verstappen werden könnte, dann ist es, glaube ich, Lando Norris. Und es gab dieses Wochenende schon ein paar Signale. Angefangen hat es, Kevin, in der Pressekonferenz der Fahrer am Donnerstag, oder eigentlich schon noch davor, als Max Verstappen nämlich gesagt hat, Lando Norris, das kann er sich ganz gut vorstellen, würde gut passen, wir sind ja Freunde seit Ewigkeiten. Dann wurde Lando Norris auf dieses Thema angesprochen. Wir haben davor noch im Auto drüber gesprochen. Ich habe gesagt, Norris würde sich Verstappen bei Red Bull niemals antun, weil niemand gegen Verstappen bei Red Bull bestehen könnte. Lando Norris hat aber eine interessante Antwort drauf gegeben und hat gesagt, könnt ihr mir schon vorstellen, also wenn die mich herantreten würden, würde ich mich nicht dagegen wehren. Dann haben wir uns heute gedacht, wir reden da jetzt auch mit Christian Horner und Zac Brown drüber. Genau, und Christian Horner hat in der Teamchef-Pressekonferenz ja im Grunde einfach nur gesagt, dass das Cockpit 2026 offen ist, dass man bei Red Bull dann wieder jemanden gebrauchen könnte und dass Lando Norris ja nicht uninteressant wäre für dieses Cockpit, weil man will bei Red Bull die Besten haben. Vielleicht muss man noch präzisieren, wie ich die Frage gestellt habe. Ich habe nämlich gesagt, 2024 gibt es ja eigentlich noch gar keine Möglichkeit, dass ja Perez hat noch Vertrag und Lando Norris hat bis 25 Vertrag. Oder ob es dann 25 vielleicht ein Thema wäre, wenn dann nämlich Perez keinen Red Bull-Vertrag mehr hat, Lando Norris aber noch ein Jahr McLaren-Vertrag oder 2026, wenn Perez keinen Vertrag mehr hat und auch Norris ein Free Agent ist. Also es gibt da drei potenzielle Szenarien für diesen Wechsel. Und dann waren wir noch bei Zac Brown beim Interview, Kevin. Ein Interview übrigens, das ihr irgendwann in den nächsten Tagen nach Monza mal auf Formel 1.de nachlesen könnt. Aber ich würde sagen, da gehen wir mal wieder rüber zu McLaren für. Ja, aber das wollen wir doch noch schnell erzählen, okay, oder? Dann erzählen wir das jetzt hier. Also Zac Brown hat dem Ganzen eine Absage erteilt, zumindest für 2024 und 2025. Denn er hat ganz klar gesagt, und das war wirklich ganz klar, Lando Norris wird bis 2025 bei McLaren fahren, ganz sicher. Aber auch hier in der Präzision liegt dann die Würze so ein bisschen, weil ich habe ja extra noch nachgefragt, ganz egal, was jemand vielleicht bieten würde an Geld, oder Gratismotoren, hat er auch bestätigt übrigens, wir haben schon mit Red Bull gesprochen über Motoren 2026. Ganz egal, wie viel Geld man bieten würde, sagt er, nee, würde man nicht machen. Ich glaube, selbst wenn man sich vorstellen könnte, Lando Norris theoretisch für viel Geld an Red Bull zu geben, würde er genau diese Antwort geben, um nämlich den Preis in die Höhe zu treiben. Also schauen wir mal, wie sich das Thema entwickelt. Lando Norris, glaube ich, falls Perez rausfliegt, der heißeste Kandidat auf ein Red Bull Cockpit. Die Frage ist, wer gewinnt das Rennen um Lando Norris? Aber die Kernfrage ist jetzt noch, wer gewinnt das Rennen die Steilkurve runter? Und da gehen wir jetzt hin. Ich glaube, Kevin, wir haben jetzt ziemlich die Hosen voll, wo wir jetzt hier sind. Das müssen wir echt nochmal filmen. Also, wir könnten so ab dem Strich da machen, oder? Ja, ab dem Strich machen wir. Aber es ist wirklich steil. Also, es ist kein echtes Rennen mehr. Ach du Kacke. Es ist, sagen wir mal so, es ist jetzt ein Rennen auf Intermediates im Regen für uns. Ich schwitze auch das schon. Das fängt, Leute, das fängt echt die Kamera nicht an. Ich bin ja auch zum ersten Mal hier. Ich bin zum x-ten Mal in Monza. Ja. Aber den Weg hierher habe ich mir noch nie angetan. Das ist schon brutal. Es ist richtig, richtig steil. Und hier ist Formel 1 gefahren, müssen wir für die jüngeren Fans auch sagen. Heftig. Ich mir so, komm. Ich vorstelle, wie hier ein Auto lang fährt. Okay. Dass du läufst. Okay, also von hier jetzt, ja? So, du musst hinter dem Strich da bleiben, auf jeden Fall. Okay. Und wir dürfen nicht kollidieren. Okay. So, was ist die Starting Position? Geht's? Ich starte auf Soft. Gebt ihr uns das Startsignal, 3, 2, 1, go oder so? Wenn wir das von da oben gemacht hätten, wir wären tot. Ich glaube, das war das Bescheuerste, was ich je gemacht habe. Ein bisschen. Hat mich zerkratzt. Aber ganz ehrlich, wenn man im Monster ist einmal, dann machen wir das. Wir haben gesagt, wir machen es, wir ziehen es durch. Wenn euch das gefällt, gerne auf Daumen hoch. Ich habe echt die Hosen voll gehabt. Aber gratuliere zum Sieg, Kevin. Danke. So, morgen Abend Livestream. Es wird ein bisschen später. Wann das genau stattfindet, erfahrt ihr im Community-Tab. Also auf jeden Fall abonnieren, reinschauen und dann werdet ihr schnellstmöglich erfahren, wann wir da sind. Ich schätze mal, irgendwas zwischen 22 und 23 Uhr wird es schon werden.